Willkommen zurück zu Kirby Starlight. Ich habe mich mal informiert wegen dem Modus mit Fragezeichen Los Starlight. Und wenn man da alle vier Level abgeschlossen hat, dann kommt ein Secret Boss, habe ich gehört. Ja, egal, wir machen jetzt erstmal den Modus durch. Das heißt, ich werde dann nachträglich noch die anderen Level euch mitzeigen. Ja, wird wahrscheinlich nicht sonderlich spannend sein, weil man einfach nur durch die Welt läuft, soweit ich weiß, aber. Ist jetzt auch egal. Wir haben 105 Herzen gesammelt, was reicht, um das fünfte Portal zu öffnen. Letztes Mal wurde uns gesagt, wir brauchen 100 mindestens dafür, da wir auf 115 passt es so. Okay. Was wird uns erwarten? Stellen uns nochmal die Klassen hier zur Verfügung. Oh. Okay, aber. Ich glaube, ich bin gar nicht so unzufrieden mit der Klasse. Alles, was ich jetzt noch wollen würde, wäre für mich eine Schwertklasse, oder? Das kann ich hier gerade blöderweise bloß nicht machen, deswegen. Hier ist nur ein Leben, okay. Habe ich hier nicht irgendwas, womit ich eventuell irgendwie, Ich würde ja wahrscheinlich irgendeine Abwandlung von Meta Knight erwarten, oder? Okay, egal, wir bleiben bei unserem Team. Nicht, dass hier noch irgendwie was ist. Nee, hier ist auch ein Weg darunter. Okay, wir gehen rein. Was wird uns erwarten? Ein dunkles Herz? Die vier Teile, die wir gesammelt haben, durchbrechen das Herz, indem. Indem eine andere Form von Highness uns erwartet? Grausamer Ritualist, dunkler Highness. Ach, dem, den die Lebensenergie entzogen wurde, oder was? Der bekommt blöderweise nur sehr wenig Schaden. Ach. Okay, der hat ziemlich viele Leben. Die Frage ist natürlich, ob er auch noch seine zweite Phase haben wird. Ja, aber die kommt anscheinend jetzt schon. Ist immer noch so ein weirder Charakter. Warte mal, Holzpuppen? Das sehe ich ja jetzt erst. Wie sind das Holzpuppen? Hätte mir eine Heilungsklasse holen sollen. Okay, nächste Phase, wie es aussieht. Oh nein, nicht die. Wie soll ich da ein Bewegungsmuster auswendig lernen?
Okay. Wahrscheinlich gar nicht. Warum die mir nicht die Schwertklasse geben, aber soll mir recht sein. Mir ist aber ehrlich gesagt die Malerin lieber als... das wollte ich jetzt nicht, nein. Starkes Aim erstmal. Als... den schmeißen wir raus. Meinetwegen der Root. Ich selbst werde auch... Komm, ich nehme die Elektro-Klasse. Geben ihm auch gerade Elektro. Oder warte. Ich will lieber eine Klasse haben, bei der mir was weitergegeben werden kann. Muss doch auch noch was geben, oder? Wir könnten mal wieder auf den Hammer zurückgreifen, glaube ich. So. Mit Wasser bin ich zufrieden. Ja, dann rein da. Diesmal mit Heilerin. Machen wir das Beste draus. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, die Heilung zu nutzen. Also rein theoretisch müsste ich eigentlich nur auf mich selbst achten, weil die anderen kann ich wiederbeleben. Ja, da habe ich jetzt etwas verkackt, ne? Ja. Ach, Junge. Ich komme ja nicht mal zu dem. So schnell bewegt er sich. Der ist gleich bei seiner anderen Phase. Ja. Ja, komm, halt's mal. Ja, mach deinen Creepy-Tanz. Ist mir scheißegal. Wusstest du das? Ich glaube, es wird Zeit. Bevor es zu spät ist, mache ich es lieber jetzt. Komm, tu es. Okay, das hat jetzt nicht wirklich viel gemacht. Ach, der... Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ach, ist mir scheißegal. Kannst du nochmal machen? Oh, es ist fast vollkommen. Ganz gleich. Wir haben gleich die Heilung. Komm. Tu es. Tu es. Jetzt mal ein verschissenes Bild. Nein, nicht der Elektroboss. Ja! Komm! Übertreib halt. Nein, jetzt nicht drauf gehen. Okay, wir haben noch genug Leben. Bitte nicht noch irgendetwas. Bitte lass das einfach gewesen sein mit dem Modus. Nein, bitte nicht. Lord Highness.
Was ist das? Ich war eigentlich nur auf der Suche nach Lord Heines, der vom Nichts verschlungen wurde. Und nun öffnet sich mir eine vollkommen andere Dimension. Moment mal, dieser kleine rosa Ball, bist du das? Franziska Flamberger, kommt mal her. Oh oh. Was? Was ist das? Lord Heines. Das bist doch du wieder. Fällt mir nur eines dazu ein. Verstimmt. Sir, verstimmt. Flamberger, beruhig dich doch bitte. Sieh sich einer nur euch an. Ihr seid nicht der Lord Heines, den wir einst kannten. Aus jenen glorreichen Tagen, als ihr uns in eine goldene Zukunft führtet. Es ist nicht die Zeit für Kummer und Sorge, Franziska und Flamberger. Es ist jetzt an uns, Lord Heines zu helfen und unsere Schuld zu begleichen. Aber bevor es soweit ist, du kleiner rosa Ball. Oh, Kirby! Es scheint, die vom Schicksal bestimmte Zeit ist gekommen. Wir drei magischen Schwestern werden den Kampf zu Ende führen. Nein! Ein für alle Mal! Drei magischen Schwestern. Oh, wir sind wieder voll. Okay, ich wollte gerade direkt auf die Heilung gehen, aber... Ja, also alle drei gleichzeitig. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Bro! Ich bin in der verfickten... Nee, ich will nicht so reden. Sorry. Tut mir leid. Ja, ich war gerade... Aber ich war gerade in einer miesen Combo drin. Nee, komm, heimer bitte. Einmal! Ja! Okay. Die Bots haben viel gemacht, während ich die Heilung gebraucht habe. Oh. Nein. Ah. Ja, übertreib. Es ist ja wirklich abartig, der Boss. Wiederbeleben. Flamberger ist wieder aggressiv. Ich gehe hoch. Oh. Neue Heilung, bitte. Heil! Jetzt wollte ich das nicht rufen. Ey, das ist nicht so gemeint, wie es klang. Ich will nur eine Heilung haben, okay? Ich weiß, wie die... Nein. Nein. Sag mir nicht, dass ich nochmal gegen Lord Heines muss. Die haben das doch sicher rausgekattet, oder? Also, was wäre für mich jetzt die beste Option? In meinen Augen wäre es eine Klasse, mit der ich mich schnell bewegen kann, weil Ausweichen spielt hier wirklich eine große Rolle. Hier ist allerdings nichts davon. Ja, komm, gib mir Wasserelement, ist mir egal. Ja, ich muss es euch cutten, wenn es jetzt nichts wird. Und jedes Mal, wenn ich gegen Lord Heines verkack, habe ich reingeschissen, aber ich denke, der wird rausgecuttet. Ja, okay. Von dem her, danke, Spiel, für dein Mitleid. Segert Partisane gar nach dem Schild im Hintergrund. Ja, wow. Hey, das Ding hat mich gefangen.
Ja, komm, mal ein DDD, ist gut. Ja, die geben mir halt keine Klasse, mit der ich gut ausweichen kann, ne? Die sind gleich in ihrer zweiten Phase, glaube ich. Komm schon. Ja, wusste ich so. Bitte einmal kurz. Ja. Ja, komm mal. Was? Wurde gerade mein Wasserelement genommen? Übertreib halt. Einfach weiter drauf. Komm. Ja. Nein! Ey, ich will doch nur ihn wiederbeleben. Gib mir bitte mal ein Element. Ja, gut. Oh, das wird schwierig. Okay, kann wieder einen Kühlschrank machen. Nein! Ja, die sind auch bei der Hälfte der Leben, komm. Mir auch eine Heilung. Oh. Ja, nee. Ich hab das Gefühl, wir machen recht gut Schaden, aber... Junge. Ja, neuer Kühlschrank. Sehr schön. Heilung hat gut funktioniert meinerseits. Ich gehe weiter auf Blamberger drauf. Ist mir jetzt scheißegal, ich zieh durch. Okay, der Damage ist gut, den ich angerichtet habe. Ja. Ah, okay, war dumm. Wenn ich genau unter ihr stehe, dann werde ich nicht getroffen. Nein, nicht. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Neuer Kühlschrank. Komm, neuer Kühlschrank. Nein! Nein! Bitte mach einen Kühlschrank. Ich brauche ihn. Okay, ich habe die Heilung bekommen, aber es war nicht viel. Nein! Ja, da ist wieder was erschienen. Okay. Die anderen geheilt. Oh, ich hab Franziska nicht gesehen. Komm, egal, Klasse loswerden. Vertraut auf die starken Sterne, ja! Bitte lass es das gewesen sein. Komm, ab irgendeinem Punkt reicht's auch. Ja. Joa, interessant.
Okay, Rang A. Kann man nehmen. Weiß jetzt nicht, wie das ist, wenn man das nochmal komplettieren will. Ich weiß nicht, ob die den Modus jetzt als abgehakt zählen. Ja, kann sein, dass ich da nochmal was machen muss. Wofür ist das große Herz? Ah, um ihnen wieder Leben einzuhauchen. Okay, bei dem Modus ging es ja irgendwie drum, dass sie, dass der Weltenunheil droht, weil jetzt nicht irgendein Riss entstanden ist, weiß ich nicht. Anscheinend können sie den reparieren. Okay. Ciao. Trifft es Heines? Ja. Auch er scheint wieder der Alte zu sein. Was? Die drei magischen Schwestern, deine Freundherzen, haben Unglaubliches vollbracht. Die drei magischen Schwestern sind jetzt Traumfreunde. Jo, jetzt eine ultimative Auswahl. Du kannst jetzt die drei magischen Schwestern als Traumfreunde auswählen. Ziehe mit diesem Power-Trio in den Kampf. Drei neue Erinnerungsbilder sind verfügbar, da du alle Traumfreunde gefunden hast. Jetzt gibt's noch mehr von den Dingern. Es gibt einen eigenen Credits-Screen dafür, oder was? Joa. Er wird einfach mal übersprungen. Ja, das wird wahrscheinlich noch nicht als abgehakt zählen, oder? Wahrscheinlich erst, wenn ich alle 120 Sterne habe. Ja, aber anscheinend kann ich es auswählen. Den aufsammeln. Suche versteckte Herz und erhöhe deinen Rang. Also, ja, wahrscheinlich werde ich dein erstes Herz haben, wenn ich hier nochmal alles habe. Nee, ich hab's schon. Und die haben mir immer noch nicht in Datei 2 das Ding gegönnt. Angenehm. Ja, die Frage ist natürlich, ob ich jetzt hier alle 120 sammeln muss. Ich meine, ich würde es theoretisch machen, aber anscheinend reichen ja 100. Und der Rest ist einfach nur so, okay, das kannst du übersehen. Nee, das sieht für mich abgehakt aus. Von dem her würde ich einfach mal sagen, ich bin durch mit dem Modus. Ja, dann haben wir jetzt die drei Schwestern, die ich auch gerne ausprobieren würde. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, es wäre noch eine dritte Form von Meta Knight, aber wenn es so ist, ich spiele sie jetzt gerne. Wen nehmen wir uns mit? Für diese Abwechslung Rick, Kino und Co. Oder Q. Noch irgendeine besondere Klasse. Ist irgendwen, den ich vernachlässige? Ich habe das Gefühl, Waddle Dee nochmal. Und noch irgendwen, der ein Element annehmen kann. Idee. Ja, anscheinend habe ich das immer noch nicht freigeschaltet, das Schwierigere. Egal, soll mir recht sein. Ich nutze diese Zeit, die ich in dem Padel habe, jetzt einfach nochmal, um euch die drei Schwestern zu zeigen. Okay, man startet als Franziska.
Okay, man kann wechseln, indem man oben, unten B macht. Finde ich cool. Ja, ist denke ich klar, dass wir Flamberger spielen werden gegen Wispy Woods. Ja, machen wir doch einfach nochmal den Modus hier. Ich habe das Gefühl, die drei Schwestern sind overpowered. Ja. Irgendwas sagt mir, dass sie ziemlich overpowered sind. Vielleicht, dass Wispy Woods jetzt schon gleich drauf geht, aber... Ja, ich glaube, ich habe meine neue Main-Klasse gefunden. Ach du Scheiße. Ja, geil. Oh, mit denen werde ich dann wahrscheinlich auch die Prüfung auf dem höchsten Level schaffen können. Oh, Junge. Jetzt will ich euch auch andere zeigen, deswegen wechseln wir jetzt auf Partisane. Ach ne, nur unten B ist es, okay. Ja, so viel zum euch anderen zeigen. Ich dachte oben unten B ist es. Okay, nee, ich würde gerne die anderen zeigen, deswegen Partisane jetzt. Gegen DDD. Okay, das kann ich anscheinend auch machen. Funktioniert recht gut. Ja, also wenn ihr irgendeine Attacke zum Spam sucht, weil ihr Smash Bros. Spieler seid, die ist es. Wenn ihr irgendwann in Smash kommen sollten, ich werde nichts anderes machen, als in der Luft rumfliegen und das hier spammen. Also mein Gefühl sagt mir, Flamberger hat zwar viel Angriff, aber mit Franziska ist man defensiv gut ausgestattet und kann aus der Entfernung sehr gut angreifen. Wo Partisan jetzt auch nicht unbedingt so schlecht wirkt. Ja, also es wirkt halt sehr viel einfacher, als ich das mit meiner Lieblingsklasse oder was auch immer ich gemacht hatte. Kann sein, dass es auch die Bombenklasse war, die ich gespielt hatte. Aber guckt es euch an, was soll denn da rankommen? Also ich glaube, Franziska ist mein Favorite von den drei. Joa. Ey, die sind abartig. Es ist einfach abartig. Kann man nicht anders sagen. So, wir nehmen eine Cola. Meta Knight ist als nächstes dran. Ja, aber für die Abwechslung nochmal Flamberger und danach versuche ich mich mal mit Partisan, okay? Was kannst du denn? Okay, wenn du runtergehst, dann... Ja, Flamberger hat halt extrem viel Angriff. Das kann man ja nicht sagen, dass das hier rechtfertigt ist. Ohne Rücksicht auf Verluste einfach reinzimmern. Ja. Die kann dafür halt nicht fliegen, wie Franziska. Kannst du fliegen? Ja. Alle außer Flamberger können fliegen, okay. Dadurch ist okay. Da macht's aber Sinn. Flamberger hat mehr Angriff, dafür können die anderen beiden fliegen.
Ergibt für mich Sinn. Also Partisane gegen die beiden Wächter. Ich glaube, das passt sogar ganz gut von der von den Attacken her. Ja. Alter. Joa. Ich glaube, das beschreibt die ganz gut. Also Franziska nach wie vor mein Favorite. Bei den anderen beiden, die finde ich ehrlich gesagt, haben beide ihre Vorzüge. Aber wenn ihr es euch leicht machen wollt, hier die ganze Mission zu machen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, hier Franziska zu nehmen. Ich kann mich halt in die Mitte stellen und mache von da drüben so viel Schaden. Ist ja nicht so, als würde ich mich so nähern und aus dem Nahen viel Schaden machen und mit dem Nachteil, dass ich selbst das abbekommen könnte. Nee, ich habe ja wirklich hier meine Safe Zone. Kann man mal machen. Also ich habe keine Ahnung, was mich dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad erwartet. Das werde ich dann auf jeden Fall noch zeigen, wie ich das spiele. So weit, so gut. Ja, Partisane kommt jetzt. Interesting. Macht halt selbst okayen Damage, wenn die gerade irgendwas an ihrer Phase verändert. Wo man ja normal etwas weniger macht. Okay. Ich verzichte jetzt auch auf die Heilung. Also von der Punktzahl werden wir safe unseren Rekord brechen. Da bin ich mir schon sicher. Eines will gegen uns kämpfen. Ist wahrscheinlich aber auch immer gleich. Ich weiß jetzt nicht, ob Void Termina auch erscheinen wird, wenn wir auf der höheren Stufe sind. Da werden ja mehr Bosse sein. Joa, die Frage ist natürlich, wen sie reinnehmen. Vielleicht nehmen sie auch Iggy Woods rein, wer weiß. Aber unwahrscheinlich ehrlich gesagt, dass sie... Obwohl Iggy Woods kam auch so vor. So, der ist ganz schnell in seiner zweiten Phase. Let's go. Funktioniert halt mit dem Spam, okay? Oh. Okay, ich versuche den Boden ein bisschen voll zu machen. Ah. Dann wird er auch durch den Boden etwas leiden. Der Ausweicher ist, by the way, auch krass von dem. Einfach draufhauen, Franziska, let's go. Geil. Let's go. Okay, ziemlich knapp gebrochen, aber von der Zeit her waren wir sehr viel besser dran. 7 Puzzleteile. Naja, sind halt nur 7, ne? Okay, dann schalten wir wohl die weiteren Schwierigkeitsgrade frei, wenn wir in dem anderen Modi hier nochmal alles machen.
Ja, cool ist es, die 3 jetzt freigeschaltet zu haben. Bin ich auf jeden Fall froh, dass ich das hier zuerst abgeschlossen habe, wenn ich hiermit schon angefangen hatte und dann dachte, es ist unnötig. Aber gut, dann mache ich daraus doch nochmal etwas Content. Wenn es denn so interessant sein soll, dass es danach noch was gibt, dann zeige ich auch den Weg dahin. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.